Hallo und willkommen zurück zu Starbound, liebe Freunde und Freundinnen. Oder was es vielleicht auch an anderen Geschlechtern noch gibt, wer weiß. Ja, wir sind wieder zurück bei unserem lieben Wyatt Slurp. Leider diesmal ohne Sepp Miles, hat halt gerade zeitlich leider nicht gepasst. Aber wir werden bestimmt nochmal miteinander spielen. So, ja. Ich habe euch ja jetzt zuletzt mit dem Sepp Miles also so gezeigt, was wir zusammengetrieben haben. Davor habe ich euch auch kurz die neuen Missionen nochmal neu gezeigt. Hat sich ja ein bisschen was verändert. So, und wir waren jetzt aber eigentlich dabei, uns hier, ja, Rubium, Violium und Aegisal zu suchen. Und brauchen dafür natürlich auch Uranium. Und da müssen wir jetzt halt wieder losgehen und buddeln. Mal schauen, so was das Weltall für uns bereithält. So, die gute alte Bessie, die schnauft schon. Dangerous, dangerous. Ja, nehmen wir doch einfach mal den. So, dann brauche ich, ach, Solariumsteine brauche ich auch noch und Diamanten. So, Kälteschutz. Ja, ich muss auch mal gucken, dass ich mir hier vielleicht irgendwie ein gescheites Lager aufbaue. Weil die Kisten hier sind schon ziemlich voll und naja, nach der Evakuierung der Heimatwelt, ihr seht ja, da ist alles Kraut und Rüben durcheinander. Nicht so gut. So, und Wyatt, ja, der braucht jetzt auch unbedingt ganz, ganz, ganz dringend die neue Rüstung. So, ach, sieht doch schön aus hier. Oh, neue Musik. Die kenne ich jetzt noch gar nicht, ne? Ja. Kommt mir nicht bekannt vor. Ach, die Musik ist wie immer in dem Spiel, ist eigentlich super. Ja, so richtig schöner, ruhiger Ambient mit neuklassischem Einschlag. Finde ich geil. Hey, und gleich hier so eine Eiskiste. Geil, Omat. Wyatt, wie findest du es hier? Ah, oh, ist doch viel zu kalt. Hier kann man doch keinen guten Whisky brennen. Naja, ich sag hier jetzt mal nur so, in Sibirien, da brennen die bestimmt auch Whisky. Und nicht nur Wodka, oder? Hm. Müsste man mal nachforschen. Oh, schade, die Musik hört auf, weil wir uns so weit runtergegraben haben. Aber die guten Rohstoffe gibt's halt in der Regel nur weit unten. So, weil wenn ich mich nämlich recht erinnere, gibt's halt diese Mineralien auf gefährlichen Planeten oder auch auf extremen, allerdings extrem gefährliche Planeten. Da fehlt uns bestimmt noch der Hitze-Nanosuit. Der wird bestimmt auch noch kommen. Immerhin, Kohle haben wir jetzt genug. Also der Ofen wird so schnell nicht mehr kalt. Nur leider, die Bessie, die läuft ja jetzt nicht mit Kohle. Bei den Nova Kids hätte es Sinn gemacht, Kohle als Sprit zu benutzen, so wie es früher war. Weil so eine Weltall-Lok, ne? Ich meine, klar, dass dann die moderneren Treibstoffe besser sind, aber... Bei den anderen ist es okay. Aber hier die Nova Kids, die sind doch so Wild West. Und da gibt es die Eisenbahnstrecken. Und es sieht aus wie eine Eisenbahn. Das kann man bestimmt mit einem Mod reinpatchen. So, hier. Wie gut ist denn eigentlich unsere Waffe? Hm. Die hier scheint besser zu sein, hat allerdings keinen Spezialangriff sozusagen. Die Kiste lasse ich da stehen. Eisbett. Yeah. Also ein Eisbett und ein Eisstuhl können wir uns jetzt basteln. Solange es nicht wegschmilzt, ne? Ach, was rennt denn da oben Garstiges rum? Naja, eigentlich, ich... eine Riesenameise oder sowas. Mit Stacheln auf dem Rücken. Pfui. So, aber immerhin schon mal gleich ein bisschen Rubium gefunden. Naja, ein bisschen. 3, beziehungsweise 4, 5, 6, Popel, 7, 8. Naja. Falls ihr euch wundert, warum die Musik eben so in der Lautstärke schwankt, das liegt an dem Starbound-Feature, dass wenn man unters Wasser geht, da hört sich alles dumpfer an. Das finde ich eigentlich ist ein netter Gag. So, da sind Diamanten. Da motze ich auch nicht. Die werden wir auch noch genug brauchen. Und wenn wir sie nur zu Pixeln machen, weil Diamanten, die geben ja schon jetzt ordentlich Geld, wenn man sie umwandelt in
Ach Gott, wie ist das Teil nochmal? Die Refinery, ne? Die Raffinerie. Ach, und da kommt auch wieder was von dem Grünen. Ja, Im Moment sind die 60 FPS stabil, das freut mich. Aber eigentlich hat mein Computer jetzt auch ziemlich gut hochgezüchtet, also... Es gibt wenig, was er nicht so richtig gut schafft im Moment. Aber ich benutze keine 2 Grafikkarten, da hatte ich mich nie so ganz rangetraut. Könnte natürlich noch was bringen, aber nach dem GTX 970-Fiasko von Nvidia wollte ich da einfach keine zweite reinhauen. Noch dazu, weil es ja natürlich auch ein ziemlich kostspieliger Spaß ist und ich noch nicht ganz genau weiß, wie sinnvoll das im Endeffekt dann eigentlich ist. Naja, ach, und von meiner tollen CPU gibt's einen Nachfolger, der jetzt auch eigentlich nicht mal ganz so teuer ist. Kostet eigentlich nur ganz wenig mehr, aber gab's halt damals noch nicht, als ich mir meinen geholt habe. Und der läuft dann standardmäßig auf... Oh, Granatwerfer. Nehme ich mal mit und probiere ich mal aus. Der neue CPU, der 4790K von Intel, der läuft standardmäßig auf 4 GHz, 4x4 GHz. Also die ganzen Octa-Cores und so weiter. Ich weiß noch nicht, wie sinnvoll die sind, aber ich weiß, dass es zumindest die von AMD recht günstig zu haben gibt. Günstig ist relativ, ich weiß. Zwischen 200 und 400 Euro, je nachdem, welches Modell man nimmt. Natürlich, Oberklasse-Modelle kosten immer mehr. Es gibt ja auch Mainboards, da kann man einfach zwei CPUs reinklatschen und dann kann man quasi also nochmal die Anzahl der CPUs verdoppeln. Allerdings, wie viel Nutzen das halt macht, ist die Frage, weil es wahrscheinlich immer noch viele Programme gibt, die das gar nicht voll ausnutzen. Diese Multicore und Hyper-Threading und was weiß ich, was es da alles gibt an Möglichkeiten und Techniken. Ist auf jeden Fall spannend. Also ich habe jetzt irgendwie durch die Let's Plays habe ich da wieder voll Lust bekommen, einfach mal rumzuprobieren. Und gerade deswegen, das ist, war wohl mit auch ein Grund, warum ich mir dann mal so quasi High-End-Grafikkarte gegönnt habe. Jo, und bisher bin ich zufrieden. Und auch das mit dem Übertakten hätte ich mich früher nie dran getraut. Und ja, also es funktioniert. Man muss aber halt wirklich einen guten Kühler haben. So mit den Stock-Kühlern, also die halt mitgeliefert sind, würde ich das nicht unbedingt machen. Auch wenn es manche CPUs geben soll, die mit dem Standardkühler halt irgendwie doch sich auch ein bisschen hochdrehen lassen. Aber wie gesagt, da sollte man vorsichtig sein, weil neue CPU zu holen ist teuer. Da ist so ein Hochklasse-Kühler ist da wahrscheinlich wesentlich günstiger. Man kann halt Schäden ein bisschen von vornherein so ein bisschen ausschließen. Wahaha. Oh, da oben, da ist so ein Goldstein. Goldstein, Kommst du aus Hollywood? 6 Goldohr. Ich hatte den Eindruck, der Planet, auf dem wir vorher waren, bevor wir mit dem Sepp Miles rumgereist waren, da hätte das hochgradige Erz hätte dichter beieinander gelegen. So wie hier jetzt, da kommt ja ein bisschen was zusammen. Ja, und ich weiß nicht, ob ich mir dann nicht von jeder Rüstungsart ein Teil irgendwie bastel und mal Hybrid versuche. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Ich weiß auch nicht genau, welche Rüstung ich jetzt direkt wirklich am liebsten hätte. Also, da gibt es ja irgendwie eine mit großem Gesundheitsbonus und irgendwie für den Nahkampf. Und dann gibt es eine, die gibt sehr viel Energie. Und dann gibt es ja halt irgendwo so das Mittelding dazwischen. Ist natürlich am ehesten meine Überlegung, weil ich mag es gern, da hier irgendwo so den Mittelweg zu gehen, dass man seine Taktik halt irgendwie auch schnell anpassen kann, wenn nötig. Wobei natürlich Hybrid auch praktisch wäre, weil dann hat man von allem so ein bisschen was. Ist ja quasi auch eine Art Mittelweg. Naja. Theoretisch würde es sich da vielleicht sogar lohnen, da mal durchzurechnen, auf welche Werte man kommt, je nachdem, wie man das Hybrid-Set dann irgendwie anordnen würde. Wie viel haben wir denn von dem Kram? Jetzt haben wir hier eine Yeti-Maske. Na toll.
Sieht ja scheiße aus. 39,9. 27. Nee, komm. Das reicht mir immer noch nicht. Obwohl, wir haben ja schon ein bisschen was davon raffiniert. Und ich weiß ja ganz genau, dass wir... Oh, oh. So. Dass wir danach ja auch wieder Uran finden müssen. Für den Umwandlungsprozess. An den neuen Tischen, die es da ja gibt. Aber für die brauche ich dann vielleicht auch noch Durasteel. Ich glaube, die brauchten Durasteel, ja. Ach ja, Granatwerfer wollte ich ausprobieren. Oh, der ist groß. Oh. Energiegranaten, okay. Jetzt müsste sich halt irgendwie so ein Versuchskaninchen finden lassen. Nein, ich bin nicht für Tierversuche. Aber wenn sie mich angreifen, dann sollen sie sehen, was sie davon haben. Okay, zieht recht viel Energie. Naja, okay, mit der neuen Rüstung vielleicht nicht mehr so. Ach, jetzt hat es ein Schutzschild hier. Das bespuckt mich mit Fliegen. Bist du Pazuzu oder sowas? Nee, pui. Obwohl, müssten die eigentlich nicht den Nova-Kit verglühen? Wobei, der Logik nach, wenn das Nova-Kit ein Kind aus einer Supernova wäre und eine große Energie in sich trägt und so, und ja, dann müssten doch die Klamotten, die es über sich trägt, auch kaputt gehen. Wie gesagt, bei Logik habe ich gefehlt. So. Das ist jetzt ganz viel tolles, normales 0815-Erz. Ich würde lieber das andere haben. Aber wenn es halt schon mal da ist, nehme ich es auch mit. Ja, die Solariumsteine, die gibt es dann wahrscheinlich nur auf den extremen Welten. Da muss ich dann irgendwie hinkommen. Ach, aber ich habe ja noch Quests offen, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Avian Moon Emblem. Käse und Gift, ja, müssen wir auch noch holen. Ach, ein Glitch-Kodex. Ja, und dann natürlich die Rüstung für die Mission mit dem komischen Mech, den der Pinguin-Typ da irgendwie getestet haben will. Der Pinguin-Typ auf dem Outpost. Naja, haben wir einen guten, vollen Terminkalender für heute. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wyatt, wie geht's dir so? Mir geht's gut, ich bin in Arschtrittlaune. Ja, Wyatt, also bisher, es kam, glaube ich, eine direkte Rückmeldung, wie du sein sollst im Let's Play. Oh, wie soll ich denn sein, du Arsch? Ja, ungefähr genau so. Ein frecher kleiner Desperado. Wird es wohl werden. Ich lasse trotzdem noch ein bisschen Zeit den Leuten, ob vielleicht noch ein paar sich irgendwie melden, wie sie das denn finden würden. Ah, ich habe aber nicht ewig Zeit, du Arsch. Ja, ist ja gut. Kleiner Southerner, du. Immer diese Südstaatler. Was? Ach, nix, nix. Du warst bestimmt auch schon mit dieser komischen Ente aus Amerika da. Warst du doch bestimmt schon Gold buddeln. Ich buddel nicht mit Enten nach Gold. Ich grille Enten und esse sie. Ups. Ja, okay. Also, Onkel Dagobert hatte vielleicht auch ein paar Brüder, die wir nie kennengelernt haben. Wyatt ist schuld. Ah, da kommt ja was. Ach, und ich habe mir auch mal so eine Elgato Game Capture Box geholt. Die habe ich aber bisher nur an meinem Notebook kurz ausprobiert. Hier am Haupt-PC weiß ich noch nicht, wie ich das mache, weil ich da ja ein ganz anderes Sound-Setup habe. Da habe ich ja so eine Musikproduktions-Soundkarte drin, also sowas Professionelles, ne? Und da muss ich gucken, da hängen zwei paar Boxen dran und dann noch ein Subwoofer und dann habe ich die Kopfhörer noch so nebenbei dran stecken und zwei Eingänge habe ich, das USB-Mikro noch dabei. Ich habe mir hier jetzt alles eingestellt, dass es so wie es im Moment ist, läuft. Wenn ich die dann dran hängen habe, da muss ich den Sound aber wahrscheinlich anders routen und da weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Normalerweise hat man ja irgendwie so, ja, also bei den normalen Soundkarten hat man so unter Wiedergabe oder
Aufnahme, genau, auf unter Aufnahmegeräte hat man ja dann so einen Mixer. Zumindest so als Soundkarte drinstehen. Und den gibt's halt bei der Karte nicht. Da habe ich ein große Digitalübersicht von allen Kanälen, die es hat, und kann auch ASIO-Kanäle. Also ASIO, das ist mehr oder weniger so eine professionelle Soundschnittstelle. Und die kann ich alle einzeln zuweisen. Ach Gott, was weiß ich, bis zu 30 Spuren oder sowas. Da muss ich dann nochmal gucken, wie ich das am besten mache. Ich habe das schon mal alles eingestellt, dass ich also auch quasi dann den Mix rausgeben kann und so. Und das müsste ich dann wohl für die Elgato-Box irgendwie machen. Monitor und so weiter hängt ja schon an HDMI. Da habe ich auch ein Upgrade gemacht dann mit der neuen Grafikkarte. Da bin ich vom DVI jetzt mal weggegangen und zum HDMI rüber. Und die meiste Zeit überläuft das sehr gut. Naja, ja, die anderen Momente, die nicht so gut sind, naja, es macht ab und zu ein paar Zicken. Wahrscheinlich, weil irgendwelche Programme ab und zu die Grafikeinstellungen ein bisschen ändern wollen. Da muss ich mal noch gucken, an welchen das genau liegt. Beim VLC konnte ich es dadurch lösen, dass ich es einfach neu installiert habe. Also Videoland Client kennt ihr ja, der Videoplayer, der alles abspielt. Scheiße! Den habe ich jetzt nicht bemerkt. Essen wir mal einen Maiskolben? Ja, und wie kriege ich den jetzt? Ah, so. Immer über die Bande spielen. Na also. Ach, immer diese Stacheln. Verdammt! Ja, und warum ich mir die Elgato geholt habe, ist eigentlich ganz simpel. Ich habe es, glaube ich, im Diablo 2 Let's Play schon mal erwähnt. Ich werde mit einem Freund bald eine Hardcore-Session Halo Master Chief Edition spielen und das wollen wir dann natürlich ein bisschen mitschneiden. Werde ich aber nicht so ganz hochgemotzt aufmöbeln, die Videos, wie sonst. Also das machen wir einfach mal so nebenbei aus Spaß und ja, vielleicht gefällt es euch ja auch so. Weil bei den normalen Videos, die ich hochlade, da achte ich schon peinlich genau drauf, wie ich den Sound abmische. Und was ich hier und da noch machen könnte und ja. Das werde ich da einfach mal ein bisschen lockerer angehen. Also es ist erstmal vor allem soll es Spaß machen und es ist dann natürlich auch so ein Testrun. Mal gucken, wie das Teil performt, ob es den Job gut erledigen kann. Wie vor allem die Qualität ist. Also ich habe mir ja vorab ein paar Reviews durchgelesen. Da hat einer gesagt, man müsste ja aufpassen, wie hoch man die Qualität einstellt. Weil ja dann ein Stundenvideo 20 GB brauchen kann. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Standard bei mir. 20 GB oder mehr habe ich regelmäßig. Und kommt drauf an halt natürlich, ob man dann komprimiert oder nicht. Also ich nehme das Ganze immer möglichst erstmal qualitativ hochwertig auf. Ja, und dann am Ende, wenn ich es render, dann gucke ich, ob da was einzusparen wäre, ob es Sinn macht, was einzusparen oder wie ich das halt schneide. Aber in der Regel kriege ich Dateien raus von 2 bis 4 GB Größe. Ja, das dauert halt ein bisschen mit dem Upstream dann. Aber ich habe mir ja den höchsten Upstream, den es bei uns in der Nähe gibt, habe ich mir ja geholt. Nur deswegen kann ich im Moment auch bei den ganzen HD und 60 FPS Videos dann auch wirklich noch manchmal mehr als 2 hochladen am Tag. Weil das dauert ja seine Zeit. So, blopp. Ja, also der erste Testlauf ja, war erst so ein bisschen befremdlich, weil ich kannte mich mit dem Gerät noch gar nicht aus. Ich meine, ich wusste, was es tun sollte und ja, wo ich ein bisschen skeptisch dabei war, war, dass zum Beispiel die Treiber bzw. die Software nicht mitgeliefert wird, was ich ein bisschen cheap finde und dann auch kein Handbuch dabei ist und gar nichts. Da gibt es ein Online-Handbuch und mehr nicht, das man aber sich noch nicht mal richtig gescheit runterladen kann. Das finde ich nicht so toll, aber okay, ich habe es ja hingekriegt und was mir wichtig erschien, habe ich mir dann runtergespeichert. Man kann ja Websites zumindest halbwegs, naja, ich will nicht sagen originalgetreu, aber halbwegs brauchbar runterspeichern. Da unten, da ist ein Dungeon. Wow, gucken wir doch mal rein. Ja, und ich hatte dann natürlich, also in dem Programm, mit dem er dann aufnehmen kann, ist natürlich die Vorschau vorab aktiviert. Und wenn man die aktiv lässt, wenn man aufnimmt, dann kriegt man endlos Schleifen von Ton und Bild. Also das ist scheiße, das sollte man lassen. Ja, kacke. Da unten hockt ein Floraner. Wow.
Rache für unser zweimaliges Eingesperrtsein bei euch. So, über die Bande. Ach, ein Schnarchdrüsel. Naja, es ist fast ein Schnarchdrüsel. Mist. Lad nach. So. Ah! Fuck. Wyatt, den kriegst du doch. Ja, den, aber ich will eigentlich den anderen auch mal treffen. Ich will mich mit dem nicht unbedingt aus der Nähe kloppen. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Ha, immerhin, das ist schon mal weg und hat sogar einen Schinken verloren. So, und jetzt dich. Was? Ah, oh oh. Was, der hat auch noch eine Waffe, die Kram schleudert. Ja, okay. Hör auf damit. Ja, genau. Oh, deswegen wollte ich nicht direkt mit dem kämpfen. Weil er nämlich ziemlich stark ist. Wow.